Ich habe nicht gesagt, dass Aussehen egal ist. Und erzähl du mir nicht, dass dir gleichgültig ist, wie dein Traummann aussieht. Ja, doch. Ich meine, da gibt's vielleicht so zwei, drei Sachen, aber sonst... Und zwar? Naja, ich meine, einen gesunden Teint sollte er schon haben. Schöne Zähne, volle Lippen. Und ich mag so wuschelige Haare, die ein bisschen ins Gesicht fallen. Wohlgeformte Arme, zarte Hände. Nicht zu lange Fingernägel, aber auch nicht zu kurze, so abgeknabberte. Finde ich total eklig. Nicht unter 1,85, aber auch nicht über 1,95. Stets gut rasiert. Auch unter den Armen. Ja, so ungefähr wäre schon schön. Ich wünschte, ich könnte so unvoreingenommen an die Sache rangehen wie du.